Ein herzliches Willkommen und grüß euch miteinander. Wir sind heute beim virtuellen Fanstammtisch und wir begrüßen euch 26. Jänner 2022 und morgen geht es endlich los mit der wichtigsten Saison im Jahr und in dieser Saison. Und heute dürfen wir euch begrüßen in einer sehr, sehr feinen und schönen Atmosphäre. Da bedanken wir uns recht herzlich beim Sporthotel Alpin. Die beiden sind natürlich auch herinnen, riesengroßer Raum. Ein herzliches Dank an die Familie Schwaninger Moritz, danke für diese tolle Location, für die Möglichkeit und natürlich auch ein Danke an das Technikteam, die das Ganze hier heute live streamen, an Lukas Bortenkirchner mit dem Team im Hintergrund und natürlich auch an die Cara, unsere Marketingzuständige von den Zeller Eisbären und somit dürfen wir auch diese vier Herrschaften begrüßen. Grüß euch in die Runde. Die, die vor den Bildschirmen sind, heute mit dabei auf YouTube, keine unbekannten Gesichter. Wir haben natürlich ein bisschen in den Archiven gestöbert und gekramt. Und lieber Martin, Überraschung pur. 1992, das Einstiegsjahr für unseren jetzigen Trainer in Innsbruck als aktiver Spieler. Und er durchlief natürlich auch die DL3, zwei Jahre bei Nürnberg in der ersten Bundesliga in Deutschland. Und du bist seit 2009 Trainer, viele Jahre in Neumarkt und jetzt seit 24. November bei den Eisbären. Schön, dass du heute mit dabei bist. Die nächste Person, die wir natürlich gerne vorstellen möchten, ist unser Geschäftsführer von den Zeller Eisbären, Schwarz Patrick. Und seine Bilanz, so muss man es sagen, die ist gar nicht so schlecht. Denn 31 Spiele, 14 Siege, 13 Niederlagen, 2 Overtime Won und 2 Overtime Lose. Somit können wir eigentlich zufrieden heute in diese Runde starten. Patrick, servus, schön, dass du da bist. Hallo an alle. Und natürlich zu meiner linken Seite, einen kennen wir schon länger, haben wir auch natürlich ein bisschen gestöbert, Assistant Captain, die 97 trägt er mit Stolz auf der Brust und am Rücken und gebürtig aus Stolkholm. 129 Spiele, lieber Freddy, hast du für die Eisbären bis dato absolviert und 110 Punkte schon geholt. Du durchliefst unter anderem natürlich die Jugend in Schweden, Red Bull Hockey Juniors, Chamonix Linda und jetzt eben wieder zurück und 4 Jahre bei den Eisbären. Servus und hallo. Richtig schönes Intro. Guten Abend alle. Und zuletzt dürfen wir noch einen begrüßen, ganz außen zu meiner Linken, die 25, unser Mannschaftskapitän Hupo Berger, derzeit noch verletzt, aber wenn alles gut läuft, in 3 Wochen wieder zurück am Eis. Und lieber Hupo, du bist natürlich 6 Jahre kein Unbekannter gewesen in der dritten Liga bei den Eisfighters Leipzig. 244 Spiele, 131 Punkte, gute Bilanz und auch eine sehr gute Bilanz bei den Eisbären und zwar 29 Spiele, 29 Punkte. Auch ein Servus an dich. Servus an alle auch da draußen. So, wir starten los. Wir haben viel vorbereitet. Wir möchten euch eine Stunde ein bisschen durchführen durch diesen sehr, sehr interessanten Abend hier in einer wirklich tollen Location. Danke nochmal an das Sporthotel Alpin. Und auch danke an euch, liebe Fans, dass ihr wirklich sehr, sehr brav uns Fragen geschickt habt. Die werden wir ganz am Schluss dann alle mit einbauen, sofern es sich ausgeht. Und ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne auf dem YouTube-Kanal antworten oder auf Social Media. Wir schauen, dass wir ganz am Schluss die Zeit nehmen und euch dann auch die Fragen hier in dieser Runde zu beantworten, zu bekommen. Fazit bis jetzt, und da würde ich einfach sehr gerne mit dir, lieber Patrick, anfangen. Erbrachte Leistungen, wo stehen wir? Ja, wo stehen wir? Auf Rang 9. Gib einen kurzen Einblick deinerseits, wie zufrieden du natürlich als Geschäftsführer, aber natürlich stellvertretend vom Vorstand bist mit der bisherigen Saison und Leistung der Zeller Eisbären. Ja, prinzipiell sind wir zufrieden, wenn man bedenkt, die verletzten Miserie, die wir gehabt haben. Wir haben speziell, ich würde sagen, im Dezember kein gutes Monat gehabt, bis Weihnachten. Da haben wir, ja, ich glaube, 4 Niederlagen in Serie gehabt. Wir sind die ganze Saison schon, sage ich mal, unkonstant. Wir gewinnen 2, 3 Spiele, verlieren dann 2, gewinnen 1, verlieren wieder. Das, sage ich mal, ist unser größtes Manko. Aber wie gesagt, das resultiert sich aus mehreren Punkten zusammen. Ein großer Punkt sind die Verletzten. Uns fehlen mit dem Henrik, mit dem David Ratensberger, mit dem Christian Jennes haben uns bis, ja, Mitte November, würde ich sagen, mit dem Christian und mit dem David 2 absolute Leistungsträger gefällt. Und dann ist
durch die schwere Verletzung vom Henrik noch unser Topscorer dazugekommen. Und das hat uns, sage ich mal, ein bisschen aus der Spur gehauen. Aber ja, wir leben ja nicht mehr in der Vergangenheit. Die letzten drei Spiele haben wir gewonnen. Und ja, ich sage mit ein, zwei Siege mehr, weil wir in die hätten wir uns gleich direkt für die Top 6 qualifiziert, was wiederum jetzt auch nicht den Unterschied macht, weil dort auch nur die besten vier nachher in die sich fix fürs Playoff qualifizieren. Und jetzt gehen wir halt den anderen Weg und ja. Vom Kollektiv her, zu Beginn der Saison, konnte man wirklich vom Papier her sagen, starke Mannschaft, oft wirklich starke Leistungen erbracht, aber jetzt zufrieden. Wie siehst du es jetzt? 9. Platz. Man geht eigentlich optimistisch in diese wichtige Zwischenrunde. Ja, am Papier oder wenn ich in die Kabine reinschaue oder wenn ich die letztjährigen Kader vergleiche, würde ich sagen, dass es sicher definitiv die Mannschaft mit dem größten Potenzial ist auf die Breite verteilt. Also wir sind bis in die vierte Linie zurück, wenn alle da sind, geladen. Und ja, wenn ich mir jetzt einen Punkteschnitt anschaue, den wir uns geholt haben heuer, ist es auch bis dato im Grunddurchgang die erfolgreichste, seit wir in der AHL spielen. Und ja, mal Klaus Mitterer hätte den Hinweis gegeben und ja, deswegen muss man eigentlich auf das Positive aufbauen. Natürlich muss man selbstkritisch sein, wir haben viel zu viel liegen lassen, viel fahrlässig verschenkt, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also nicht nur, dass ich sage, okay, wir haben Spiele, wenn ich mir denke, Fassa, Sterzing, auswärts, Linz daheim, das ist eine Katastrophe gewesen und ja, das darf uns eigentlich nicht passieren, aber ich bin der Meinung, dass wir aus ja, solche Situationen, solche Spiele lernen und die Mannschaft daraus Schlüsse zieht und ja, wie wir die letzten drei Spiele auftreten sind. So kann und soll es weitergehen. Du hast es angesprochen, AHL wieder zurück in der Liga und ich glaube, viele Sportfans in der Region und Eisbären-Fans sind glücklich über die Situation, dass ihr euch eigentlich in einer schwierigen Zeit letztes Jahr in guter und langer Vorbereitung zusammengeschlossen habt und gesagt habt, back to the roots, wieder zurück in die zweithöchste Spielklasse. Bereust du den Schritt? Nein, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein. Wunderbar. Liebe Fans zu Hause, ich hoffe, ihr seht es alle zu. Wir schauen, dass wir einfach eine lockere Atmosphäre reinbringen und probieren da nicht Step by Step alles durchzudrücken. Lieber Martin, ganz eine kurze Frage mal, Mikrofonübergabe an dich. Du bist seit 24. November neuer Trainer bei den Zeller Eisbären. Du kennst die Eisbären aus deiner früheren Trainerzeit aus Neumark. Wir haben immer spannende Duelle gehabt. Wie kam es zu dem Entschluss, dass du dann gleich einmal gesagt hast, ja, sehr gerne? Ja, schönen guten Abend, viel Spaß bei dem Fanstammtisch. Ich war im Kontakt mit Patrick oder mit allen, mit vielen Leuten von der Vorstandschaft in den ganzen Jahren als Gegentrainer und dann, wir haben Freundschaftsspiele organisiert während dem Sommer, also zwei, drei Jahre zurück, immer Freundschaftsspiele gemacht bei einem Verein, wo ich war, gegen Zell am See und als mich der Patrick angerufen hat, habe ich nicht lange überlegt und habe ich zugesagt, weil ich weiß, das ist eine sehr gute Adresse, Zell am See, und wollte ich das weiter nach vorne bringen. Gib uns doch einen Einblick als Trainer. Man kommt als neuer Trainer in eine fremde Stadt quasi, in eine Mannschaft rein, die aktuell ein leichtes Tief hat. Wie waren so die ersten zwei, drei Wochen für dich? Ja, natürlich ist es, denke ich mir, für jeden Trainer ist es nicht unbedingt einfach, während der Saison irgendwo hinzukommen, weil man die Mannschaft nicht von Anfang an vorbereiten kann in den 6 Wochen, die man als Vorbereitung nimmt. Natürlich muss man die Leute kennenlernen und hauptsächlich auf das Mentale mussten wir rangehen, dass die Jungs wieder positiv anfangen zu denken und Selbstvertrauen haben. Und das haben wir, glaube ich, mit gewissen Umstellungen hingekriegt und jetzt sind die da. Physisch gut bereit, mental gut bereit und jetzt kann die heißeste Phase in der Saison losgehen. Verpflichtung zu den Spielern, Legionäre, ihr generell habt noch mal zugeschlagen am Transfermarkt aufgrund der Verletzung natürlich auch einerseits Hupo und auch Neubauer Hendrik. Wie kam es zu der Nummer 69, der jetzt letztes Spiel schon groß aufgespielt hat gegen Asiago, Adam? Sprich ihn mir aus. Paulini? Paulini.
Wie kommt man zu so einem Spieler in einer so heißen Zeit? Da hattest du viel mitzureden, also ich habe mit vielen Agenten telefoniert, ob in Deutschland, Tschechei, Schweden. Es sind keine Spieler heuer auf dem Markt. Überhaupt nicht. Es war alles, war gar kein Spieler da und dann zufälligerweise durch einen alten Bekannten habe ich diesen Kontakt bekommen und dann haben wir das mit Patrick verwirklicht, dass der Adam da ist. Noch eine andere Frage natürlich, die mich spannend interessiert. Tormann-Frage. Wir haben drei Tormänner. Wie schwierig ist es als Trainer, einen von den dreien, wobei zwei natürlich immer jetzt im entweder Backup oder primär als Erster gesetzt ist, auszuwählen? Nach welchen Kriterien nimmt man zwei mit? Na, es ist immer eine schwierige Entscheidung. Natürlich, wir haben einen Torwarttrainer, mit dem wir zusammenarbeiten, ja, der viel zu sagen hat, wer im Tor steht. Natürlich, die Endentscheidung mache ich. Ja, und das ist eine enorm schwierige Position, Goalie. Ja, da muss man mental bereit sein, physisch bereit sein. Und ich bin froh darüber, dass der Dominik sich gefangen hat, dass er da ist und dass wir zwei, fast drei starke Torhüter haben, dass wir auswählen können und dass sie für die Mannschaft da sein werden. Dann sage ich mal danke für die erste Runde. Da können wir gerne einhaken und zwar Tormänner sind sehr, sehr wichtig und da switche ich mal ganz kurz rüber zu euch zwei Jungs. Einer ist noch ein bisschen verletzt, aber der andere in einer sehr, sehr guten Verfassung. Hupo, Hubert, ganz egal, Mannschaftskapitän mit der 25, die erste Saison bei den Eisbären und ich schaue jetzt ganz kurz rüber, er hat einen Zweijahresvertrag, oder? Ja? Nein? Nein? Ein Jahr. Gut, dann werden wir heute noch ein kurzes Gespräch führen. Na, Scherz beiseite. Hupo, wie gefällt es denn Zell am See? Erste Saison? Erste Saison, aber ich habe Zell am See ja schon durch meine Zeit in Salzburg, wo wir dann mal Spielgemeinschaft gehabt haben im Nachwuchs, schon gekannt. Ich habe schon einige Freunde hier gehabt, war immer mal wieder im Sommer gern hier. Und ja, ich habe mich umgehört, habe mich mit Freunden unterhalten und war dann keine schwere Entscheidung, dann hierher zu kommen. Die Knieverletzung, die schmerzt natürlich, gerade wenn man weiß, es geht in die heiße Phase. Gut, muss man abhaken. Wir freuen uns auf dein Comeback, das hoffentlich in 3 Wochen stattfindet. Aber kurzes Fazit von deiner Seite. Wie zufrieden bist du mit dir persönlich, aber natürlich als Mannschaftskapitän von den Eisbären, überhaupt von der Mannschaft? Viele Höhen, viele Tiefen. Gib uns einen kurzen Einblick, wie geht es da einem Kapitän nach zum Beispiel einer Niederlage gegen die Steel Wings, also gegen die Linzer zu Hause, Geisterspiel, das leider verloren gegangen ist? Ja, so ein Spiel verliert man natürlich nicht gern. Vor allem, ich glaube, es hat jeder gewusst, dass man da einen Sieg braucht hätten, gerade in Bezug auf die österreichische Meisterschaft. Dann startet es gut, dann kommt so ein zweites Drittel, wo es ein totaler Ausfall war. Dann gut zurückgekommen und verlierst es aber trotzdem. Aber ja, da hat jeder selber gewusst, dass das zu wenig war. Und ja, da fühlt man sich natürlich nicht gut. Teilweise auch selbst mitverantwortlich. Wie gesagt, Penalty verschossen auch noch in dem Spiel. Aber ja, hilft nichts. Man versucht, die Jungs wieder aufzubauen, wieder auf Kurs zu bringen. Und dann im Training vielleicht nur härter arbeiten, wenn irgendwas nicht passt, das ansprechen. Und sonst, ja, einfach abhaken das Spiel. Ich habe viele Fragen für euch vorbereitet, also ihr müsst da nicht ins Endlose reingehen. Natürlich danach eine Frage, die mich brennend interessiert. Wie geht's euch da mit Corona? Also es ist leider weiterhin noch eine ziemlich angespannte Situation, aber wie nehmt ihr zum Beispiel auch wie habt ihr die Geisterspiele wahrgenommen? Auswärts, zu Hause, wie geht's da einem? Fühlt man sich da wie in einem Training? Wie ein Training ist es nicht, Spiel ist immer was anderes, aber ja, also es ist kein Vergleich, wie wenn jetzt da die Hütte voll ist. Also das ist dann, da kommen ganz andere Emotionen nur auf. Vor allem wenn es ein Derby oder zum Beispiel ist und das einfach laut ist, das pusht einfach an. Ja, Geisterspiele leider haben wir es heuer wieder gehabt, ich kenne es ja vom letzten Jahr noch.
Man gewöhnt sich zwar schnell dran, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Wie geht es auch einer Mannschaft, ich habe es angesprochen, der Martin ist dann quasi neu gekommen, ein Trainerwechsel in einer Saison im Team, wirft das Fragen auf oder hat das Gründe, kriegt sie das natürlich auch ein bisschen mit, warum sowas dann passiert, dass der Vorstand sagt, okay, Trainerwechsel ja, wird da die Mannschaft mit eingebunden oder ist der Martin dann einfach dagestanden, ZP? Ja, einfach dagestanden ist nicht, sowas kriegt man natürlich schon mit. Ja, aber als Spieler hat es sich selber nicht zu beeinflussen, weil du musst trotzdem, egal welcher Trainer, deine Leistung bringen und so ein Trainerwechsel hat ja oft einmal dann einen positiven Effekt. Du musst dich dann im Training nochmal neu präsentieren, neu zeigen. Für Spieler, die vielleicht vorher nicht gespielt haben, ist nochmal eine neue Chance, sich zu beweisen, weil wieder alles auch bei Null anfängt. Die letzten drei Spiele bist du quasi als Gast verbannt worden. Bist trotzdem stolz oder gerade dann stolz eigentlich, die Jungs so auflaufen zu sehen? Waren, glaube ich, nur die letzten zwei. Oder zwei. Weil beim so ist, sorry. Ja, aber ich bin, glaube ich, der schlechteste Zuschauer. Ich bin beim Zuschauen gefühlt noch nervöser, wie wenn ich spiele. Aber ja, die letzten zwei Spiele waren schön anzuschauen und ja, hat man sich keine Sorgen machen dann müssen. Dann kennt sie echt zusammen da, weil ich habe gehört, der Patrick ist auch recht nervös vor dem Spiel, das weiß ich aus verlässlichen Quellen. Da begrüßen wir natürlich auch zwei gewisse Herren, Herzog Christoph und Florian Aigner, die sicher schon ja, mit dabei sind und auch diese Grundanspannung nennt man es eigentlich, oder? Aber natürlich, ihr habt einen Tagesablauf, wenn der Game Day startet. Wie startet denn eigentlich ein Game Day, lieber Freddy, bei dir? Ein Game Day? Mit schwedischen Frühstück, oder? Ein Game Day, das startet mit, also das ist verschiedene von Person zu Person, aber bei meiner Seite ist relativ einfach. Ich habe ungefähr das Gleiche gemacht, ein paar Jahre jetzt, und ich mache Rührei mit Bacon zum Frühstück, jeden Tag. Kaffee, ein Snus dabei. Dann gehe ich zum Pre-Game-Skate. Bisschen gute Musik in der Kabine. Gute Gefühl mit den Jungs. Gehen wir eine gute halbe Stunde da auf der Eis. Gehen wir duschen. Gehen wir Crazy Daisy essen. Gute Werbung. Und dann gehe ich heim. Dann dieses Jahr spiele ich mit ein paar Jungs PlayStation. Zwei Stunden ungefähr. Dann esse ich mein Pasta Pesto und dann mache ich mir vorbereitet und fahre zum die Eishalle. Ungefähr ja, 2:20 vor dem Spiel. Irgendwie so. Klingt sehr durchtaktet. Ja, da muss ich nicht vergessen. Ich gehe zum ein Restaurant zusammen mit Okermann. Wir treffen uns eine halbe Stunde vor dem Treffpunkt, dann trinke ich meinen Espresso und dann gehe ich zur Eishalle. Also wir begrüßen natürlich auch recht herzlich die Jungs, die bei euch in der Kabine sitzen. Die werden sich das heute vermutlich auch ja, genüsslich ansehen. Kein Stiegelhell. Wir sagen natürlich Danke an unsere Premium-Partner, die uns hier natürlich auch unterstützen in Form eines Roll-Ups. Freddy, ganz kurz, du bist wieder ein Heimkehrer geworden, zurück zu den Eisbären. Wie schwierig war es denn für dich oder wie leicht, dass du sagst, ja, sehr gerne zurück nach Zell am See? Ja, also das Ding ist, ich habe, meine Freundin ist von hier. Wir haben immer eine Wohnung hier gehabt, trotzdem, dass ich habe nicht hier gespielt. Also ich war immer hier Sommerzeit und habe mit ein paar Jungs, wir haben immer Kontakt, ich habe immer Patrick getroffen, Sommerzeit und sowas. Und wann Patrick hat mir angerufen nach der Saison von letztes Jahr, war der recht, wegen des ist ein bisschen, wenn man muss denken, ich bin ein Ausländer und ich kann nicht herumwahlen, fahren zum NHL ein bisschen, wann er will. Ich will die beste mögliche Job haben und das glaube ich, ich habe hier in Zell am See. Sportlicherweise, Lebensweise, also alles für mich ist die beste, was ich wohne in einer wunderschönen Region hier. Meine Freundin ist von hier, sie hat ihre Familie. Ich wohl. Ja, ich fühle mich richtig wohl hier. Ja. Ja. Du bist 29 Jahre jung, bist Assistant Captain bei den Eisbären und du hast auch heuer wieder, also es ist eigentlich bis jetzt schon eigentlich die beste Saison in den Jahren, die du bei den Eisbären gespielt hast. Du bist eigentlich der Assistant König, weißt du das?
Ja, also für mich ist es relativ einfach. Ich gebe einfach die Scheibe zur Mengenwehr, dass sie gut zum Schießen und dann haben die Tor geschossen dieses Jahr. Also für mich habe ich eigentlich nichts irgendwas anderes gemacht, vielleicht ein bisschen defensiv besser. Aber die Jungs schießen gut, muss ich sagen. Einfach ein guter Breakout-Pass und dann haben wir die zweite Assist. Wie schön war denn zum Beispiel dieses 1:0 im letzten Spiel? Ja, also Torschießen ist immer Spaß, muss ich sagen. Aber als Verteidiger muss man immer absichern, hinten erst. Aber ja, muss man sagen, ich schieße einfach auf Tor. Tobi macht ein Hammer-Screen, der Tormann sieht nichts. Da muss ich einfach nur die Tor treffen. So ist keine Arbeit von meiner Seite. Die große Leistung ist von Tobi, muss ich sagen. Aber gegen Asiago ist extra schön zum Schießen. Es geht nur gemeinsam voran und der Martin, wir haben es vorher kurz angesprochen, Tormann-Situation. Wenn man als Verteidiger einen Fehler macht, dann hat man hinter einem noch, der hoffentlich den Safe holt. Ja, zum Glück. Wie schwierig ist es denn oder wie gut funktioniert denn eigentlich das Zusammenspiel mit dir und mit Yoshi? Ja, mit Yoshi habe ich richtig Spaß. Wir kennen uns ein paar Jahre, aber haben noch nie zusammengespielt. Aber ich habe dieses Jahr hat es echt funktioniert. Wenn wir schauen unsere Statistik an, sind wir bei mehr Toren vorne dabei als hinten. Und das ist immer ein gutes Zeichen als Verteidiger. Aber ich glaube, er hat da einen großen Schritt gemacht. Er spielt mit so einer Routine. Man weiß ungefähr, wo man ihn hat die ganze Zeit. Er redet viel auf dem Eis und das ist für mich richtig wichtig. Dann kann man fast blind spielen. Du hast es angesprochen, redet sie oder er redet viel. Geht generell viel Kommunikation am Eis oder mehr auf der Bank? Na, also ich finde, das ist so wichtig, in ein Spiel zum Kommunizieren, wegen wenn du hast deinen Ruck gegen irgendwer und irgendwer wird dir überfahren, dass du, reden ist halber Spiel. Wenn du nichts redest auf Eis, dann kannst du nicht deiner Mannschaft helfen. Und ich finde, das ist ein von den wichtigsten Punkten, dass man kann unterstützen, sagen Zeit als Beispiel oder geh wechseln, du bist fertig. Nein, Spaß, aber Situationen helfen und sowas. Das finde ich wichtig. Ja, tief spielen, wenn ein Verteidiger war zwei Minuten drin in den eigenen Drittel. Weißt du, dann muss man schreien, dass wegen Stürmer will immer Tore schießen. Mhm, ja. Ich verstehe. Hubo, Frage an dich ganz kurz. Bist du eher der ruhige Spieler am Eis oder als Kapitän der Laute? Ich würde mich als ruhige Person bezeichnen, aber am Eis, wie der Freddy schon gesagt hat, da muss man einfach kommunizieren. Also gerade als Center auch, vor jedem Bulli muss man reden. Das ist einfach wichtig, aber ich bin jetzt nicht der rumbrüllt, würde ich sagen. Die Frage hätte ich etwas später angesetzt, aber ihr redet viel, ihr kriegt natürlich auch die Stimmung, die Atmosphäre von allen, von anderen Hallen mit, Lustenau, VU, Feldkirch, wie auch immer. Wir wissen, dass wir eine gute Stimmung haben in der Zeller oder in der Kekelit-Arena. Inwiefern pusht euch das? Bekommt ihr das mit, wenn ihr wirklich in einem Fokus, in einem Tunnel seid, wenn es einfach um ein Tor geht, kann da wirklich dann der siebte Mann, das Publikum, euch zu nochmal 2% mehr raus steigern? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wie du gerade gesagt hast, wenn man nur ein Tor braucht oder die Führung über die Zeit bringen muss und dann hört man das einfach, die Unterstützung, und das pusht auf jeden Fall nochmal. Aber ich glaube auch, das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Manche nehmen das mehr und manche weniger wahr, die sich vielleicht nur aufs Spiel konzentrieren. Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Welcher Typ bist du? Nimmst du das mit oder? Also ich nehme das auf jeden Fall mit, also das pusht mich. Wie ist es bei dir, Freddy? Ja, ich liebe das. Ja? Ja, also mit Fans ist das 100-mal mehr Spaß, muss ich sagen. Und da, so genau wie er sagt, dass, wenn du bist ein Tor hinten, ein Tor vorne, als Beispiel, weil man hört die Fans schreien ein bisschen. Und da, ich finde, das ist geil, weil man sind auswärts und man macht irgendwas Schlechtes und sowas und hört dann. Dann bringt es ein bisschen auch, weißt du? Der Fanclub der Icebreakers können auch mit FFP2-Masken richtig gut mitgrölen, mitsingen. Wir sind gerade bei der Stimmung, bei der Atmosphäre, beziehungsweise Stimmung. Wie war denn die Stimmung nach der Absage gegen das KAC Future Team? Da waren die Chancen dann offiziell nicht mehr möglich, um einen Platz zu den österreichischen Meisterschaften zu bekommen, Patrick.
Die Stimmung war eigentlich bis 5 Minuten vor der Absage sehr gut, weil wir haben am Vortag gegen Meran 7-0 gewonnen und ja, bin gerade beim Frühstück geguckt daheim und ja, meine Freundin gibt mir das Handy in die Hand und dann ruft der von der steht Elias drauf, Seewald, und ruft mich an und ich sage, na bravo, ich hoffe jetzt nicht, dass er mir das Spiel absagt. Und dann sagt der Elias, ja, das Spiel kann aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen nicht stattfinden. Und ja, natürlich ist es schade, weil du bringst dich am Vortag so gut in Position und hast alles nur selber sportlich in der Hand an dem Wochenende. Und ja, am Ende des Tages kannst du es nicht beeinflussen. Natürlich haben wir vorher Punkte liegen lassen, brauchen wir auch nicht reden, aber trotzdem entschieden wird es zum Schluss und wir haben noch alles in der Hand gehabt und hätten wir beide Spiele gewonnen, wären wir Dritter gewesen und hätten im Halbfinale gegen Kitzbühel gespielt und ja, jedem ist da drinnen klar, glaube ich, und auch da draußen, dass da noch eine große Rechnung offen ist. Es ist ja ein virtueller Fan-Stammtisch und bei einem Stammtisch, wir kennen es von, sage ich mal, wir kennen eigentlich also einzig der Martin, die Wirtshäuser, die richtigen noch. Ist das eigentlich auch ein Thema, wo man sagt, okay, lieber Verband, über das muss man für die Zukunft eigentlich klare neue Regeln setzen, denn in Italien ist es gemacht worden. Die haben eigentlich gesagt, okay, wir verschieben das Ganze im Monat und manche sind der Meinung, gut, wir ziehen das Programm durch. Natürlich, die zweite Liga ist nicht hauptsächlich zu 100% professionell, bei den Südtirolern manchmal doch schon. Wie siehst du das? Sollte man da nicht dann nach der Saison auch mal einfach Revue, also ein Fazit ziehen? Die Entscheidung an sich kann man jetzt an Verband nicht die Schuld geben. Die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, über war die jetzt kann man nicht, nachdenken. Kann man nachdenken, aber der Verband kann auch nichts machen. Wir befinden uns inmitten einer Pandemie, es gibt da Regeln und ja. Die Spiel ist einfach, vielleicht ist das ein Learning für die Zukunft, dass wir sagen können, okay, die österreichische Meisterschaft, die Spiele sind schon 2-3 Wochen vor Grunddurchgangsende fertig, sodass man nicht mehr in die Situation kommt. Aber am liebsten waren wir würden in einem Jahr nicht mehr über das Thema reden, weil, oder zumindest nicht mehr im Anbetracht auf Spielabsagen oder ja, wie auch immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man kann da keinen Vorwurf machen. Wir leben in so einer dynamischen Zeit und du weißt jetzt nicht, was morgen um 9 Uhr in der Früh wieder passiert oder los ist. Und ja, ich kann da jetzt direkt keinen Vorwurf machen. Auch wie es oft heißt, die Gegner wollten nicht spielen oder taktieren. Das macht kein Mensch. Jeder will Eishockey spielen. Jeder lebt von Emotionen und von Siegen und von lernt von Niederlagen. Und ja, deswegen muss man es so nehmen, akzeptieren. Das ist oft das Schwierigste. Abhaken und ja. HC genau. Ist jetzt egal. Richtig. Kurze Rede, langer Sinn. Der volle Fokus liegt jetzt auf die Zwischenrunde und die startet morgen, 27. Jänner. Wir haben noch ein ganz kleines Restkontingent an der Abendkasse. Viel sind es nicht, denn leider 500 Fans ist das Maximum. Wie geht es denn euch da eigentlich? Oder wir kennen es eigentlich vom Herbst noch. Super Schnitt von den Zuschauern her. Ich glaube, der beste seit ungefähr gefühlt 10 Jahren. Und dann kriegt man eigentlich wieder, sage ich jetzt einmal auf Pinzgarisch, erwatschen, dass man sagt, okay, wir müssen es runterreglementieren. Man akzeptiert es natürlich, aber wie wichtig sind denn auch die 500 Fans, die dann eigentlich jedes Mal in der Kekelit Arena so gut wie möglich den Jungs einheizen? In erster Linie sind wir mal zufrieden, dass wir überhaupt, wie du gesagt hast, die 500 Fans in der Halle haben. Es ist bitter, weil in die Weihnachtsspiele haben wir 1500 bis 2000 Leute da. Und im Herbst haben wir einen Schnitt gehabt, wenn ich das Spiel gegen Kitzbühel, Ritten, Lustenau, wenn ich die 3 Spiele hernehme, dann muss ich sagen, es war Wahnsinn. Das haben wir überhaupt noch nie im Herbst so gehabt. Und die Leute waren wieder verrückt und hungrig auf MKZ. Wir haben so viel in Marketing, Werbung. Wir haben einfach Gas gegeben. Und man muss ehrlich sagen, wir haben die Resultate gebracht. Und dadurch sind auch wieder mehr Fans ins Stadion gekommen. Und dann ist es halt frustrierend, wenn es gegen Cortina und Linz mit 5 Leuten in der Halle spielst, davon sind die aus dem Vorstand. Und ja, da tut man die Mannschaft leid und es ist für uns selber im Vorstand, für das restliche Vorstands- und Organisationsteam natürlich auch bitter, weil du organisierst, machst und investierst das ganze Jahr für das, dass dann ja, die Ananas ausschaut, muss ich so sagen. Aktuelles Thema natürlich, Verletzungsliste, die wird nicht weniger, die ist aktuell etwas mehr geworden. Wir haben Ausfälle
Na, einer sitzt da, aber hoffe nicht mal so lange, dass er wieder zurück am Eis ist. Hupo Berger, dann natürlich Jürgen Czernuter und Tommy Grabmeier. Für den ist die Saison, glaube ich, gelaufen. Leider, da wünschen wir alles Gute und ein gutes Comeback. Und natürlich Neubauer, Henrik. Prognose generell, ist es schwierig, am Papier ein gutes Kollektiv oder für dich ein gutes Kollektiv zu haben und dann... Natürlich, man rechnet immer wieder mit Ausfällen, das ist in der Regel normal, aber es schmerzt, oder? Am Anfang habe ich mich jeden Tag hinterfragt, warum passiert uns das, warum ist das mit Jennes, warum ist das mit Rattensperger, aber mittlerweile habe ich einfach gelernt, dass ich sage, ich kann es nicht beeinflussen und ja, es muss man akzeptieren und es wird dann wieder andere oder bessere Zeit auf uns zukommen, es könnte viel schlimmer sein, muss man ganz ehrlich sagen und ja, jetzt hoffen wir, dass von den Spielern, die du genannt hast, möglichst viele noch zurückkommen. Und ja, die einzige Frage, die man sich halt oft stellt, ist, boah, was wäre, wenn die jetzt alle da waren? Wie war es uns dann gegangen? Aber ja. Aber das ist ein gutes Stichwort, um einzuhaken bei dir, lieber Martin. Was ist denn vor dem Match gegen Meran passiert, dass die Jungs auf einmal so energiegeladen und einfach mit einem ganz anderen Gesicht wieder zurück am Eis sind? Gab es da mal ein gröberes Gespräch oder haben die Jungs sich einfach selber mal sich an der Nase packen müssen und sagen, okay, so geht es nicht weiter? So wird es eher schwierig, dass wir überhaupt auch die Zwischenrunde positiv angehen können. Natürlich war ein internes Gespräch da in der Kabine. Nach dem Kitzbühel-Spiel. Einer hat gelacht. Intern. Okay. Das war intern. Ja. Aber es ist das schön. Das bleibt auch in der Kabine und so soll's sein. Hat sicherlich geholfen. Ja. Und was auch geholfen hat, dass wir etwas umgestellt haben, was uns weiter nach vorne gebracht hat. Und hoffentlich, oder bin ich auch überzeugt, nicht hoffentlich, bin ich überzeugt, dass uns das auch weiter nach vorne bringt. Ja. Und eben das ist das, wie wir schon vorher darüber gesprochen haben, ich bin am 24. November gekommen und habe gewisse Phase auch gebraucht mit der Mannschaft zusammen, dass wir einen Weg finden, was du normalerweise in der Vorbereitung hast, dass wir dann Erfolg haben. Ja. Aktuelles Thema, morgen geht's los gegen die VU. Die sind mittlerweile in einen guten Lauf gekommen. 8 Spiele, 8 Siege. Und wir haben das allererste Spiel 2-1 verloren. Und in Feldkirch haben wir 4-2 gewonnen, meines Wissens. Das erste war auch Verlängerung, oder? Auch oder so. Nach Verlängerung zu Hause. Ne? Die Frage natürlich, du kennst dein Team, du kennst die Mannschaften. Wie bist du eingestellt auf diese ganz, ganz wichtige Zwischenrunde? Ja, ich freue mich riesig. Ich glaube, jeder von uns freut sich riesig. Die Fans freuen sich. Ja? Die ganze Eishockey-Gemeinde in Zell am See. Und also ich denke und bin ich überzeugt, auch die Mannschaft denkt so vom Spiel zu Spiel, weil das ist quasi wie Playoff für uns jetzt schon oder Pre-Playoff. Aber wir sollen vom Spiel zu Spiel denken und dass wir das erreichen, was wir erreichen wollen und Erfolg haben werden. Ich kenne auch zum Beispiel Alex Kaffee von VU, weil ich den 2 Jahre im Neumarkt gehabt habe. Ne? Und das ist, der muss man morgen richtig angehen, ja, dass er so oft wie möglich den Puck aus dem Netz rausfischt, ja, und dass wir die Leistung bringen oder dran angriffen, was wir bis die letzten Spiele gemacht haben. Freddy, ein bunter Mix an Fragen, der geht weiter. Ja. Morgen geht es auch dich wieder ran, das dritte Mal gegen die VU. Vorfreude da? 110%? Ja, also... mein Ziel ist immer 110%, aber ich glaube, die ganze Mannschaft freut sich auch. Und genau wie Martin haben gesagt, vorne, also man kann es nicht weiterschauen. Wir haben 10 Spiele jetzt so als Beispiel. Man muss jedes Spiel zu Spiel schauen. Wir anfangen morgen mit Feldkirch und wir haben ein Video gemacht, ein bisschen, was die machen, gut und schlecht und sowas. Und ich freue mich total. Diese Zeit in der Saison ist die meisten Spaß zum Spielen und man kämpft die ganze Saison für das. So, ich freue mich echt. Man arbeitet, wie es der Freddy sagt, eigentlich nach der Saison ist vor der Saison. Man geht eigentlich in eine kurze Erholungsphase, startet dann mit Trockentraining, Fitnesstraining, wie auch immer. Und es ist eigentlich jetzt wirklich schon vorab die 5. Saison oder die 5. Jahreszeit. Wie siehst es du, Hupo?
diese Zwischenrunde, diese Pre-Playoffs? Ja, es ist einfach nur mal ein neuer Anspann. Es geht nicht ganz von null, aber fast von null los. Das, was vorher war, zählt nicht mehr. Und es ist einfach wichtig, dass wir jetzt die bestmögliche Ausgangsposition für die Pre-Playoffs erarbeitet und, wie schon gesagt, von Spiel zu Spiel schaut und eben das Beste rausholt. Wie wichtig sind die Bonuspunkte, die man mitnimmt? Ja, die können am Ende entscheidend sein, also ganz wichtig. Deswegen glaube ich, war es einfach wirklich Balsam für die Seele, fürs Team, dass man auch gegen Asiago noch im Penaltyschießen diesen Punkt geholt hat. Die Frage natürlich jetzt, jetzt stehen schwierige Spiele vor euch. Wie gehst du damit persönlich um? Du musst leider weiterhin die Betreuerbank drücken. Wie bereitest du dich dann vor, wenn du wieder fit, aktiv einsteigen kannst? Ja, also derzeit, ich bin ja trotzdem jeden Tag bei der Mannschaft. Ich trainiere off-ice, ich mache mein Physio, um wieder schnellstmöglich zurückzukommen. Und sonst versuche ich halt die Jungs auch am Spieltag bestmöglich zu unterstützen, in was für einer Form auch immer. Wir reden ja sehr, sehr hier kreuz und quer. Und das ist auch das sehr, sehr Schöne bei einem Stammtisch, denn da geht es auf einmal von da dorthin und da die Frage, die Abgänge, und zwar Rössler, Zipperle, die haben wir uns aufgeschrieben. Inwieweit schmerzt die richtige Entscheidung zu sagen, okay, danke, probiert es sehr gerne woanders und alles Gute für die Zukunft? Ja, natürlich tut es weh, jeden Spieler, den du verlierst, weil du verpflichtest ihn ja auch mit einer Begründung und mit einem Sinn, und die waren beide ein wichtiger Bestandteil in unserem Putzle. Und ja, haben beide aus persönlichen, privaten Gründen, beruflichen Gründen, wie auch immer, wollten die wieder in die Heimat zurück, und das muss man respektieren. Und da wollen wir im Vorstand oder in der sportlichen Leitung junge Spieler nichts im Weg legen. Und die beide haben sehr viel für den Verein geleistet, und wir sind dankbar, dass sie da waren, und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Wir haben jetzt sehr viel über Aktuelles, ein bisschen auch über die Vergangenheit geredet. Jetzt schauen wir natürlich voll Fokus. Ab morgen geht es eigentlich in die fünfte Jahreszeit, so nenne ich sie gern. Und ich glaube, wir gemeinsam hier freuen uns wirklich auf das morgige Spiel gegen die VU. Und auch wenn die Saison gerade mitten in der heißen Phase ist, wie sieht es denn dann aus? Welchen Vorsatz hat man sich gegeben, beziehungsweise was ist denn das Ziel, dein persönliches Ziel heuer bei den Eisbären? Natürlich, Ziele kann man sich hochstecken, aber was ist denn so das realistische Ziel oder das Wunschziel, im ersten Jahr wieder zurück in der Alps Hockey League als Geschäftsführer der Eisbären? Also ich denke, wir verfolgen alle dasselbe Ziel, das sind die Playoffs, und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wenn wir von weiteren Verletzungen verschont bleiben und Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, weil das muss man ja auch noch dazu bedenken, das Ganze, wo wir unser Bestmögliches dafür geben, bin ich zu 100% sicher, dass wir ins Viertelfinale kommen werden, weil die Mannschaft das Potenzial dazu hat. Die Frage natürlich, arbeitet sie zum Beispiel jetzt schon einfach ans Gerüst rundherum für die kommende Saison? Habt ihr da überhaupt Zeit aktuell? Ja, die Zeit muss man sich nehmen. Die Zukunftsplanungen können nicht im April anfangen, sondern wir sind schon seit Jänner dran und arbeiten an unserem Zukunftsplan. Und ja, wir haben einige Spieler, die sowieso 2 Jahresverträge da haben, weil wir... Mit einem müssen wir noch reden, oder? Ja? Ja, ganz ja, genau. Okay. Im Anschluss dann. Nein, wir haben einige Leute da, die haben schon 2 Jahre Vertrag bei uns, und die haben wir ja mit einer Begründung und mit einem Sinn verpflichtet, und ja, rund um diesen Kern werden wir uns punktuell versuchen zu verbessern, zu verstärken, und dann schauen wir mal, wer da bleiben will, wer noch da bleibt, und ja, aber wir sind schon mal in einer guten Ausgangslage. Wir starten, jetzt haben wir es mittlerweile schon ein paar Mal gesagt, morgen gegen die VU, aber wie vorteilhaft, nachteilhaft war denn der Punkteregelschnitt? Wie siehst du das persönlich? Vorteil, Nachteil? Nichts. Oder stell mal die Frage den Martin. Ja. Martin, wie siehst denn du als Trainer diesen Punkteschnitt?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich am Anfang nicht auskennt. Ganz am Anfang. Dann hat mir es der Eige kurz erklärt, dann habe ich es auch kapiert. Hast du in der Schule gefüllt, oder? Bei ja, Mathe. Ganz kurz. Nein, wie, ja, siehst du, wie siehst du es du? Natürlich, es ist sicherlich jemand, der es einen Vorteil hat, für andere einen Nachteil hat. Ne? Aber die Lage ist so, wir haben Covid da. Ich weiß, letztes Jahr schon in Deutschland haben die so diese Regelung gemacht. Ne? Und jetzt hat uns das auch betroffen. Und wir müssen damit leben. Und das Bestmögliche draus machen. Ja. Wir sind jetzt in der Gruppe B und ja. In dem Fall ein Spiel mehr. Vor- oder Nachteil im Verhältnis zu Gruppe sicherlich A. Vorteil, dass wir Spielrhythmus haben und wir wollen spielen, deswegen sind wir da, oder? Dass wir Wochenende frei haben, oder? Wir wollen spielen. Wie seht ihr denn das? Kommt man aus dem Rhythmus, wenn man, Freddy, du bist aktiv, deswegen darfst du gerne das Mikro, der Hubo, darf aktiv. Aber ist nicht aktiv so, jeden Tag. Ja, das hat er gesagt. Aber nein, Scherz beiseite. Aber jetzt startet die wichtigste Zeit der Saison und der Martin hat es angesprochen, ein Spiel mehr ist besser. Oder zwei. Also ja, ich rede immer nur von den Heimspielen. Die sind ja nur für uns in der Kekelit Arena wichtig. Aber der Rhythmus ist vermutlich... Ja, besser, also für mich ist es relativ wurscht, in welche Gruppe man sind oder sowas. Also Hauptsache, dass wir gewinnt. Das ist mir die Wichtigste. Wann wir haben ein Spiel mehr oder weniger, das ist mir echt total wurscht, solange wir gewinnt und gehen in die Playoffs. Wegen das ist alles ein Ziel hier und das ist, was wir arbeiten täglich für. So, wann es ist 10 Spiele, 12 Spiele, 40 Spiele, ist mir komplett egal, solange wir gewinnt und kommen doch. Natürlich die Frage auch an dich, Hupo. Ja, Sigi, genauso. Für mich vielleicht nur ein leichter Vorteil, dass vielleicht jetzt 2 Spiele mehr sind, um vielleicht doch nochmal vor die Playoffs Spielpraxis nochmal zu sammeln. Langzeitverletzter Hendrik Neubauer hat natürlich ein bisschen mehr abbekommen. Ihr spielt erneut nochmal gegen Wien. Da werden sicher die ein oder anderen Emotionen aufkommen. Wie geht man denn da als Team um, wenn man weiß, okay, da führt man 8-1, dann kommt eigentlich nicht so ein schöner Check und der fällt so lange aus. Kommt das vielleicht ein bisschen dann wieder im Hinterkopf vor oder ist man abgebrüht genug und professionell genug, dass man sagt, okay, neues Spiel? Und das ist jetzt eine fiese Frage, aber... Eine fiese Frage muss man stellen. Ja, also mit Sicherheit ist das nur im Hinterkopf, aber trotzdem muss man professionell bleiben. Wichtig ist einfach, dass man das Spiel gewinnt und alles andere ist nebensächlich erstmal. Wunderbar. Liebe Fans an den Bildschirmen, eine Dreiviertelstunde ist schon vorüber und jetzt nützen wir diese Zeit. Es ist einiges eingetroffen noch und wir haben auch einige Fragen für euch vorbereitet. Und da würde ich einfach, bevor wir mit den Fan-Fragen losstarten, kurz noch in die Runde fragen. Möchtet ihr noch irgendwas gerne an die Community mitteilen, bevor wir mit den Fan-Fragen losstarten? Ja, Patrick, möchtest du? Ja, start los, bitte. Ja, viel sehen immer uns nur in der ersten Reihe und der Verein würde nicht funktionieren, wenn wir nicht so ein kompetentes Vorstandsteam hätten. Also auch meine ganzen Kollegen im Vorstand, Organisationskollegen, Katharina, Birgit, Steffi, Cara, die arbeiten alle so viel für den Verein und machen mehr aus, wie sie eigentlich leisten sollten. Unser Beirat, Physio, Masseur, Betreuer, das sind alles Leute, die schauen, dass die Jungs auch die bestmöglichen Konditionen und Bedingungen haben. Und ja, ohne unsere Sponsoren, ohne jeden einzelnen Dauerkarten, VIP-Kartenbesitzer, wären wir gar nicht da, wo wir jetzt sind. Und das ist die Alps Hockey League und da waren wir vor einem Jahr nicht. Und für das sind wir extrem stolz, dankbar. Und ja, wenn ich irgendwen vergessen habe, jetzt noch einen, möge er mir es verzeihen, bitte. Und ich sage dir immer ganz gern, danke an alle weiteren mitwirkenden Hände. Dann haben wir eigentlich alle mit dabei. Und wenn wir nur über die Zukunft geredet haben, der Galli hat mir heute auch mitgeteilt, dass er auch seinen Vertrag um 2 Jahre verlängern wird und dass wir ihn sehr gut in der Kekelit Arena begrüßen werden in Zukunft. Dankeschön, ihr habt es alle gehört. Zum Starting Six.
Bist du auf dem Eis gestanden, wo mir das heuer passiert ist, mit Starting Six, die komplett falsche Linie? Alter, ich glaube, da war ich nicht am Eis, aber war das peinlich. Aber es war dann eigentlich auch wieder lustig. Also es passieren immer wieder Hoppalas. Was passiert denn so Hoppalas? Mir passiert ein Hoppala, dass ich mal eine komplette falsche Linie durchsage. Liegt aber meistens am Trainer, dass er es falsch auf dem Spielbericht aufschreibt. Na Scherz, Martin, das machst nicht du. Aber wir haben da wirklich viele, viele weitere Fragen reinbekommen. Da müssen wir uns jetzt eher ein bisschen kurz halten. Aber natürlich eine Frage, die geht noch an dich, Patrick. Wie ist es denn, okay, Zwischenrunde gestartet, Corona ist da, wir haben gewisse Verordnungen. Das Reglement 500 Fans, wie lange absehbar, beziehungsweise wenn die Möglichkeit da ist, kann man mit den Kapazitäten erwarten, raufgehen oder bleibt man bei 500 aktuell? Ja, sobald wir das Go von den Behörden haben und die Verordnungen dementsprechend draußen sind, fahren wir sofort auf. Jeder Einzelne, der mehr im Stadion ist, hilft der Mannschaft und verhilft uns zu einem Sieg. Ja. Entschuldigung, ich habe... Ja, es ist nur lustig. Es ist ein Stammtisch, gell? Hätten wir morgen kein Spiel, dann würden wir von einer unserer Hauptsponsoren sicher, Martin, oder? Würden wir schon trinken, gell? Wenn es ein Stammtisch wäre, wie im Wirtshaus. Aber wir trinken es morgen nach dem Spiel und zwar noch einen Sieg gegen die VU. So viel Selbstvertrauen nehmen wir uns mit. Hupo, wer ist denn eigentlich so der Pausenclown, beziehungsweise wer ist der Clown in der Kabine? Freddy Widen? Nein. Da gibt es ein paar. Ein, zwei, aber also für mich, also da muss ich immer lachen, wenn ich den Sieg ist, der Schütze. Freddy, gibt es eine Begründung, warum Schütze? Schützenhofer ist komplett eigenartig, aber er ist echt so ein lieber Mensch und wenn du zuschaust, dann... Hoffentlich sehen wir uns bald morgen, dann kann ich wieder das sehen wegen. Das ist ein guter Tag, wenn er ist dabei. Okay. Aber wir haben da, also auch danke, Kara, fürs Weiterleiten. Da sind noch sehr, sehr viele lustige Fragen reingekommen. Mal eine kurze Gegenüberstellung. Hupo, und zwar beschreibe Freddy in drei Worten. Ehrgeizig. Er war jetzt nicht vorbereitet drauf. Das ist das Schöne, es gibt kein Regiebuch für sowas. Ja, ehrgeizig, wie soll ich sagen, Speedy Gonzales und immer immer dem Teamgedanken als erstes. Schöne Worte, Freddy, das, braucht man Taschentuch? Ja, das war echt nett. Aber natürlich auch kurz die Frage an dich, beschreibe den Captain in drei Worte. Professionell. Professionell ist Nummer eins. Er hat da Teamkollege und Deutsche. Okay. Du startest dein Game Day mit Bacon and Egg, also ja. Entschuldigung. Patrick, Frage an dich. Gibt es Spieler, die man beim EKZ grundsätzlich auch wieder gerne im Kader haben möchte? Ja, definitiv. Ist eine Frage von den Fans. Definitiv. Das haben, wie gesagt, einige, sehr viele haben Zwei-Jahresverträge, einige haben Ein-Jahresverträge gehabt, mit denen werden wir natürlich dann starten. Wir haben schon unseren Plan. Einer davon, den wir gerne in Zukunft wieder sehen würden, sitzt in der Runde. Das ist unser Kapitän. Und ja, definitiv. Wir werden die Fans, Sponsoren und Kartenbesitzer natürlich am Laufenden halten, sobald es die ersten Vollzugsmeldungen gibt. Noch eine weitere Frage, die können wir sehr gerne an dich richten, Patrick. Kitzbühel. Zweimal schmerzt, wir wissen es. Derby als Fan, als Eishockeyspieler, ganz egal in welchem Format du in die Halle kommst, man freut sich. Das ist eine spezielle Stimmung, das Kribbeln, die Kitzbühler, die Tiroler kommen oder wir kommen rüber.
Hexenkessel, egal wo man ist. Wie geht es einem nach einer Niederlage gegen Kitzbühel im Derby? Das Derby sehe ich ein bisschen sogar mehr als wie gegen Salzburg. Ja, prinzipiell ärgert mich nach jeder Niederlage, aber die im Herbst hat mich noch weniger gestört, weil ich gesagt habe, okay, gut, das ja, ist passiert. Wir haben noch eine Chance, wir haben das hergeschenkt, aber in Kitzbühel war ich richtig sauer und angefressen. Also ja, da habe ich am nächsten Tag noch einen Ruhepuls von 160 gehabt, glaube ich. Also, aber man muss lernen aus dem und ja, ich kann es in dem Fall, wenn es um 19.30 Uhr Spiel anfängt, kann ich es nicht mehr beeinflussen. Natürlich ist es enttäuschend, du willst ein Derby immer gewinnen, die Mannschaft will ein Derby gewinnen, du verlierst es nicht mit Absicht. Und ja, deswegen hätte ich es gerne nochmal gehabt. Vielleicht geht es im Pre-Playoff, treffen wir nochmal aufeinander und ja, im Endeffekt zählt das, was passieren wird. Ich kenne es jetzt in dem Fall nur von Kollegen und Freunden, wie du an einem Spieltag so drauf bist. Und wenn du sagst, du hast einen Ruhepuls am nächsten Tag von 160, meidest du dann die Kabine zwecks Ansprache etc.? Oder ist man dann doch wieder professionell genug, um zu sagen, okay Jungs, das war nichts? Also aus der Emotion aus mache ich gar nichts. Das habe ich gelernt in meinem Leben, bin schon oft auf eine heiße Platte gestiegen wegen dem. Und ja, natürlich komme ich auch in die Kabine und dann werden über Sachen geredet, wie der Freddy vorher schon gesagt hat, intern natürlich. Aber prinzipiell bin ich nie einer, der sich vor die Mannschaft hinstellen wird und einfach ratlos nachschreien, sondern ich habe mit meinem Mannschaftsrat, mit dem wird gesprochen, mit dem wird geredet. Wir haben Leader-Führungsspieler in der Kabine, wir haben ein kompetentes Trainerteam und natürlich analysierst und redest dann drüber, aber ich gehe nicht rein und brüll gleich drauf los, weil das war absolut die schlechteste Reaktion, die man machen kann. Von euren Antworten schießen wir extrem viele Fragen schon wieder weiter. Deswegen, Martin, noch eine Frage an dich. Und zwar, die kommt live eigentlich von unserem Kanal YouTube. Wen hältst du für den härtesten Konkurrent in dieser Qualifikationsrunde? Ich glaube, grundsätzlich muss man jeden. Aber es gibt definitiv die eine oder andere Mannschaft, die jetzt auch von der Tabelle her oder vielleicht auch die VU. Aber ich sage, jede Serie geht irgendwann einmal zu Ende. Ja, die soll morgen zu Ende gehen. Für die. Sehe ich auch so. Und, Meran ist gut, hat gute Ausländer. Gräden, neuen Trainer, neue Impulse sicherlich, haben einen sehr guten ersten Block. Ja. Und Linz, junge Leute haben wir hier auch gesehen bei dem Spiel und Wien. Also jeder Gegner ist nicht zum Unterschätzen und wir sollen immer die 60 Minuten voll rangehen. Meran ist in der Gruppe und gegen Meran haben wir jetzt eigentlich ja, doch einen schönen Moment feiern können. Geht man da ein bisschen selbstbewusster ans Werk oder ist jedes Spiel definitiv wieder einfach neu zu kalibrieren, Freddy? Also das ist, du bekommst eine relativ langweilige Antwort und ich habe das gerade vorne gesagt. Also man geht Spiel zu Spiel. Nächster Tag ist ein neuer Tag und ein neues Spiel. Was in der Vergangenheit war, kann man ärgern sich über, wann die Saison ist fertig. Mhm. Aber man muss immer weiter schauen und versuchen, Selbstvertrauen halten und positiv bleiben, wegen die Saison ist ein Marathon, nicht ein Sprint. Und das ist was, wo man steht beim Schluss der Saison, nicht der Anfang. Es gibt noch eine Frage und zwar, die stellen wir an den Kapitän. Hupo, und zwar die Frage, gibt es einen DJ bei euch in der Kabine? Wenn ja, wer? Also, ja, also ihr, ganz kurz, ihr spielt manchmal richtig schlechte Musik, aber das ist halt so Geschmack. Ja, also dafür ist dann der Schütze zuständig. Ah! Also wir haben unsere Musik in der Kabine, sicher ab und zu unterschiedliche DJs, aber sonst vor den Spielen oder so ist es immer die gleiche Playlist. Habt ihr Spotify oder YouTube mit Werbung? Nein, wir haben Premium, also ohne Werbung. Okay. Und natürlich die Frage, gibt es dann eigentlich auch so quasi einen Papa, der wo es eigentlich schaut, dass jedem gut geht? Ja, an Papa jetzt würde ich jetzt nicht direkt sagen, weil ich finde das Wort irgendwie unser,
Unser zweitältester, der Dino, der ist ja selber nur im Kopf ein Kind, deswegen, der kann es schon mal nicht sein. Servus, Dino. Also ich glaube, nein, wir haben keinen Papa. Also ihr habt keinen, der was, ja, wenn es dann vielleicht ein bisschen zu clownhaft und zugeht, dass der einer sagt, okay, jetzt Jungs, aber ein bisschen vom Gas. Das haben wir schon, aber nicht in der Papa-Rolle. Okay. Sind wir beruhigt. Fragen über Fragen. Wie seid ihr denn eigentlich zum Eishockey gekommen, ihr zwei? Also ich bin, jetzt haben wir wieder beim Papa, durch meinen Papa dazu gekommen. ja, also der hat selber Eishockey professionell gespielt und ja, ich war mit 4 das erste Mal beim Eishockey und bin seitdem dabei. Ja, Freddy, Schweden, yeah. Gibt es eigentlich was anderes als Snus und Eishockey? Ja, das gibt schon viel. Ich habe in Polen gewohnt, wann ich war jung, und in Ungarn auch. Und ich glaube, wir haben in Polen gewohnt, weiß nicht, das war einfach so, ich und mein Bruder waren Eislaufen einfach. Und dann irgendwie haben wir Schläger bekommen, also ich habe viele Sportarten probiert als Kind. Aber irgendwie hat der Eishockey mir den meisten gefallen und das habe ich geblieben bis heute. Und das ist auch gut so, denn sonst wärst du nicht bei uns total. Als Assistant Captain. Und das ist auch eine Frage, die uns gestellt worden ist von den Fans. Wie ist denn die Aufgabe für dich als 97 als Assistant Captain? Welche Aufgaben vertrittst du am Eis und nicht also, es ist schon eine Ehre, zum Buchstab, sagen wir das, Buchstab haben beim Trikot. Aber meine Meinung ist, im Endeffekt, wir sind eine gute Gruppe mit Leaders in der Mannschaft. Und wer hat die C, wer hat die A, das ist für mich nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass wir erreichen unser Ziel. Und dann haben wir, also ich finde, Hubo gibt seine Sachen. Ich gebe meine Sachen, Yoshi, Tobi, wir haben viele Leute in der Mannschaft, dass trotzdem die nicht haben einen Buchstaben, viel Verantwortung nehmen. Und wenn alle irgendwas bringt, dann ist ein Buchstabe hier, ein C oder A oder keine Buchstabe, dann ist das nicht wichtig, wenn man sein Ziel erreichen. Noch ein, zwei Fragen haben wir, denn wir möchten die Zeit gerne ausnützen. Und zwar, lieber Patrick, bisher der schönste Moment in der Saison 2021-22 für dich? Noch zu früh, oder? Das Schönste wird hoffentlich noch kommen. Und genau. Ja, schönste Heimsieg war für mich gegen Ritten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ritten, Asiago, beide. Ich freue mich immer noch jeden Sieg. Bin da sehr emotional. Das können ein paar nur bestätigen. Ja, die zwei machen sie permanent. Wie emotional bist denn du eigentlich, Martin, vor einem Spiel? Voller Fokus, Ruhepuls? Fokus und Ruhepuls. Weil wenn ich falsch aufgelegt wäre, überträgt sich das an die Mannschaft und das wäre dann falsch. Ne? Ich muss das, was in mir ist oder meine Körpersprache, das Ganze muss ich positiv an die Mannschaft weitergeben, dass die das dann auch auf dem Eis dann rüberbringen. Wie wichtig sind die beiden Co-Trainers, Peter Dilski und Christoph Frank, für dich? Sehr wichtig. Beim Training, mental für die Jungs, auch in der Kabine, so mit Kleinigkeiten und auf der Bank. Weil Eishockey ist so eine schnelle Sportart, dass 2 Augen oder 6 Augen sehen viel mehr. Ne? Und dann kann man uns absprechen und auch individuell während dem Spiel auf der Bank die Jungs angehen, mit denen reden. Und sehr wichtig. Und die machen einen guten Job. Beide. Sogar der Torwarttrainer, auch schade, dass er nicht dabei ist immer bei einem Spiel, weil für den Goalie wäre das sehr hilfreich, aber vielleicht in der Zukunft schauen wir mal, aber der macht auch sehr guten Job, der Mo. Noch 2 Fragen, dann sind 60 Minuten auch schon wieder vorbei in einer wirklich, wie gesagt, sehr, sehr schönen Location. Wir sagen auch hier nochmal Danke an das Sporthotel Alpin für ja, die Räumlichkeiten. Und lieber Freddy, morgen geht's endlich los und 110%, wir kennen dich nicht anders. Wo geht die Reise noch hin? Realistisch. Ja, welches Ziel haben wir heuer? Ja, das ist Playoff erreichen. Und wenn wir Playoff erreichen, dann kann alles passieren. Dann ist
Aber erst das ist ein langer Schritt zu kommen. So, wir müssen anfangen. Wir anfangen mit Feldkirch jetzt, dann Merano. Aber jetzt momentan denke ich nur über Feldkirch. Das ist, was ich denke über. Und was sollen wir den Fans noch kurz mitteilen? Sie sollen morgen in die Eishalle kommen. Ja, also sofern die Funk, aber ist das ausverkauft, oder? Ein paar Restplätze haben, also sofort zur Maishalle bitte, nimm ein Ticket und dann sehen wir uns. Wunderbar. Und lieber Hupo, einerseits dir eine schnelle Genesung und danke, hoffentlich bald wieder dich zu sehen am Eis und nicht hinter der Bank. Und was wünschst du dir für die restliche Saison als Kapitän? Die Frage, ich weiß, sie ist, ja, man wünscht sich natürlich das Erreichen, aber was wünscht man sich? Ja, ich wünsche einfach, dass wir unser Potenzial ausschöpfen und die Reise so lange wie möglich geht einfach. Weil wir haben gesehen, schlagen können wir jeden und wir müssen es einfach nur abrufen. Dann glaube ich, haben wir soweit alles im Kasten und liebe YouTube-Fans oder Eishockey-Fans, wir bedanken uns und zwar zum ersten virtuellen Fan-Stammtisch. Ich hoffe, wir machen sowas noch einmal und auch hoffentlich wieder in dieser wirklich feinen Location. Danke an die Familie Schwaninger-Moritz, die natürlich auch hier hinter der Kamera mit dabei waren. Sie lachen ein bisschen, so soll es sein. Danke hier für die tolle Location. Danke an die Regie und das ganze Technikteam rund um Lukas Bortenkirchner. Und natürlich auch danke an die Cara, die auch hier viele Fragen mir weitergeleitet hat. Mir hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und natürlich auch Eishockeyspielern und ja, Freunden, Bekannten. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Und lieber Patrick, das Abschlusswort gehört heute sehr gerne dir, denn dann sehen wir uns morgen. Na natürlich, zu überziehen, aber das ist kein Problem. Soll das Abschlusswort haben, aber liebe Fans, glaubt an uns, an die Mannschaft. Die Mannschaft wird alles geben, dass wir Erfolg haben werden. Die Mannschaft ist toll. Martin Eckert, schöne Worte. Das musst du jetzt erst einmal. Es wird schwierig zum Toten. Dann höre ich dann auf, okay? Dann. Danke ja, für die nette Runde, speziell an die Gastgeber, das gehört auch mal erwähnt, die sehr viel für den Eishockeysport in Zell am See machen, in mehrfacher Hinsicht, nicht nur, dass wir heute da sind, also das Sporthotel Alpin, der Elisabeth Schwanninger, Stefan Moritz, also ja, sind nicht nur gute Freunde, sondern leiden mit einem Riesenherz für das Eishockey in Zell am See, wie viele anderen. Andere Sponsoren und Kartenbesitzer auch. Das erfüllt uns immer wieder mit Stolz. Das motiviert uns auch in dieser nicht so einfachen Zeit. Und ja, wir verlieren alle unsere Ziele nicht vor die Augen und bin davon überzeugt, dass wir morgen gewinnen werden und ja, dass wir mit dem zugelassenen Zuschauern super Performance abliefern werden. Vor allem, du bist für die Stimmung verantwortlich. Du bist sicher, sage ich jetzt nicht, weil ich die Bauchpinseln will, sondern weil es die Wahrheit ist, du bist ja für mich der Beste in die ersten beiden Eishockey-Ligen in Österreich. Also ja, für die Stimmung bist du verantwortlich und wenn du keinen guten Moderator hast, nachher kannst du 10-mal so viele Leute in der Eishalle haben. Und ja, da sind wir auch dankbar, dass wir abseits vom Eis gute Typen haben, die mit so viel Herz und Engagement dabei sind und das gehört dann auch mal erwähnt. Dann sage ich danke und dann lassen wir doch morgen die Kekelit Arena wieder erneut in einen Hexenkessel verwandeln. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Der Stream wird gespeichert, den könnt ihr euch natürlich in Ruhe morgen in der Früh bei einem Kaffee, wie auch immer, ansehen. Und dann hoffentlich sehen wir uns mit ein paar Restkontingenten um 19:30 beim Puck Drop gegen die VU. Wir sagen danke fürs Zuschauen, alles Gute, bleibt gesund, eure EKZeller Eisbären.